Was schön an diesen Gummimatten ist, die sind natürlich wunderprächtig leise. Da bist du, mein Freund. Gute Nacht. Mal gucken, wo es hier hingeht. Ja, sehr hübsch. Esther, was geht hier vor? Gute Nacht. Gott, ist das hier schon wieder weitläufig. Ratten. Diese schmutzige und unheilvolle Brut. Weiter nichts. Atta. Ergebt! Ei! Geronimo! Okay, ich gucke mich erstmal weiter um. Ja, wer soll denn damit rechnen, dass man so einem Typen da auch einfach mal direkt in die Arme rennen kann, ne? Ist ja sowas von unwahrscheinlich. Why? Joho und ne Buddel rum. Du sagst es, Garrett. Hat der Typ hier auch so dick auf den Kopf gekriegt? Guten Tag. Was haben wir denn da? Wenn ihr diese Zeilen lest, seid ihr vermutlich auf der Suche nach dem Schatz der Catherine's Folly. Wieder nah vor euch. Ihr solltet nun umkehren und den Laderaum meines Schiffes meiden, sonst erleidet ihr dasselbe Schicksal wie er, Captain Markham. Geister sind in Thief übrigens nicht unbesiegbar. Die Truhe habe ich schon mal gefunden. So. Jetzt habe ich mir natürlich den Zorn eines Geisterkapitäns aufgeheizt. Hallo. Hui. Tschüss. So, der kommt nicht hinterher. Puh. Ich lasse ihm sein geisterhaftes Dasein. Heute bin ich echt auf Adrenalinjagd, kann das sein? Alter Finne. Oh, da ist ein Loch im Boden. Hallo?
So, machen wir hier mal ein paar Fackeln aus. Mir viel zu hell hier drinne. Hehe, die haben schon das gleiche Räuspern wie Piraten. Sehr schön. Wer wohnt denn hier? La 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 la. Oh. Aus dem neuen Buch der Glaubenssätze des Großen Erbauers, Entwurf, Seite 16. Karas sah, dass jegliches von Natur aus schwache Wesen, ganz gleich ob Mensch, Tier oder Pflanze, vom gasförmigen, nekrotischen Mutox verzehrt wird und zu Rost zerfällt. Karas hat dies viele Male wieder und wieder beobachtet, da er in diesem Vorgang die Präsenz der Wahrhaftigkeit spüren konnte. Egal, ob es aus Kanistern oder aus den Masken der Diener austrat. Karas beobachtete die Wirkung des Gases stets aus nächster Nähe und dennoch sicherer Entfernung. Und am Ende eines jeden Experiments studierte Karas stets eifrig die Überreste auf ihre verborgene Bedeutung. Und nun blickte Karas zurück auf seine Forschungen und sprach: »O großer Bauer, ich fühle deinen Willen in mir. Ich weiß, dass ich auserwählt wurde, dein Paradies auf Erden zu verwirklichen. Wenn ich versage, soll mich dein Zorn verzehren, und ich möge für alle Zeiten in den Wäldern, die du für die Unwürdigen geschaffen hast, verdammt sein. Großer Erbauer, mein Geist wird stark sein, und meine Maschinen werden nicht versagen, und der Tod soll mich nicht ereilen. In deinem Namen werde ich eine Schutzkammer in der Kathedrale von Soulforge errichten. In dieser Kammer, in der mich niemand verletzen kann, werde ich bleiben. Jeden Aspekt meines Plans werde ich überprüfen, und jede Schwachstelle werde ich ausmerzen.« Okay. Wenn er meint, so, ich werde mal ganz kurz zwischendurch Luft schnappen, falls ich diesen Raum hier lebend betrete. Jetzt trinken wir ersatzweise einen Lufttrank. Dreht sich hier eigentlich das Kameraauge, das ich so freundlich gehört habe? Alles klar. Ich werde mal wieder speichern, so zwischendurch. Ah ja, hier unten irgendwo. Finde, werde ich euch zerquetschen. Oh ja, da macht das mal. Und wo kommt denn der Spaten? Da unten ist er. Irgendwo dreht sich hier noch ein Kameraauge. Ach,
Achtung an alle Arbeiter in den Unterwasseranlagen. Meister Karas hat entdeckt, dass die früheren Bewohner dieser Höhlen nicht unerhebliche Reichtümer hinterließen. Der Legende nach hat der Anführer der Seeräuber, ein gewisser Kapitän Markham, irgendwo eine Schatzkiste vergraben. Angeblich befindet sich der Schatz in einem Segelschiff. Alle Arbeiter sind aufgerufen, das Gold zum Wohle des Mechanistenordens zu finden. Nichts weiter als Grabräuber. Gut, ich auch, aber das ist ein anderes Thema. Zermalmen! Aua! Hüt, jetzt sollte ich zur Abwechslung mal wieder einen Heiltrank nehmen. Ja, ich... Keine Ahnung. Sieht aus wie eine Alarmanlage. Ich will keine Alarmanlage aus. Steuerung der mechanischen Wächter. Aus. Sorry, aber das fand ich jetzt lustig. So, Leuchtstäbe brauche ich nicht. Ob ich Blitzbomben brauche, weiß ich auch nicht. Aber ich nehme sie mal mit. Bruder Erlen. Hiermit erteile ich euch den Befehl, die persönlichen Gegenstände von Vater Karas aus den überfluteten Quartieren in der Nähe des Unterwasservorpostens Nummer 1 zu bergen. Von größter Bedeutung ist hierbei sein jüngstes Werk, das neue Buch der Glaubenssätze des großen Erbauers. Findet die Schriften, auf das der Erbauer euch segne. Herr Lesse, ich finde es sowieso lustig, ein Buch, das versunken ist, kann man, glaube ich, nicht mehr lesen. Also so ein Buch unter Wasser ist, glaube ich, schon ziemlich hinüber. So, hier geht wieder voll die Luzi ab. Was haben wir denn da Schönes? Captain, heute sind wir auf diesen skorbutkranken Leuchtturmwärter gestoßen. Wir haben versucht, ihn zu schangeien. Aber der Kerl heulte wie ein Reuerköter. Plapperte von seiner Heulen, die in seinen Schlupfwinkel kommen sollte. Also kamen, haben wir sie für euch übernommen. Außerdem hat der Kerl eine Menge Beute versteckt. Wir halten euch auf dem Laufenden. Ihr solltet übrigens wissen, dass die Crew die Höhle nach euch benennen möchte. Das ist ein Stolz für die Bruderschaft der See. Thomas. Ah, oh, herrlich. Mechanist, wenn dir so verdammt kalt ist, sollst du dich vielleicht mal wärmer anziehen. Was hältst du denn von der Idee? Oh, geil, die Dinger drehen sich nicht mehr. Welche Libelle stört die Ruhe? Bin keine Libelle. Bruder?
Na, du stehst ja super da. Gute Nacht. Sei froh, dass du nicht tot bist. So, das nehme ich mit, das nehme ich mit, das nehme ich auch mit. Nacht. Na? Wenn jemand hier ist, möge er sich zeigen. Bei Karas, ein Eindringling. Ah! Oh. Oh, Scheiße. Gundig muss mein Schwert eben ziehen. Jetzt können wir uns unterhalten. Nee, aber die Schlüssel her. Nee, du sollst einen Schlüssel hergeben. Danke. Rotgascontainer. Und ein Hammer. Toll. Den Trick haben die aber auch immer wieder drauf. So, ich gucke nochmal, ob es hier sonst noch was zu entdecken gibt. Oder ob das nur diese Butze hier ist. Gut. Tja, wie ihr sehen könnt, das letzte, was ich hier spiele, ist Sneaky. Hier ist niemand. Und du auch nicht mehr. Schlotz nicht so blöd. Ach Gott, ey, juckt hier immer. Juckt und kitzelt. Der Bug funktioniert immer wieder. Oder Fehler oder Glitch oder was auch immer. Man kann in diesem Spiel durch Wände durchschlagen. Die Dark Engine ist super. So, hier haben wir wieder was zu lesen. Logbuch des Kapitäns. Cetus Amicus. Eintrag 1. Heute war in der Tat ein großer Tag, da Karas zum Stapellauf des großartigsten aller Schiffe des Cetus Amicus persönlich zugegen war. In all meinen Jahren als Kapitän zur See bin ich noch nie auf einem derart eleganten und starken Schiff gesegelt. Wahrlich übertrifft der Cetus Amicus normale Barkassen bei weitem. Lautlos gleitet er unter dem Treibgut durch die Tiefen des Meeres. Es gibt kein besseres Schiff als diesen glänzenden Hai aus Stahl. Der Cetus Amicus ist einzigartig und wird niemals wieder gebaut werden. Eintrag 26. Zum Teufel mit Fretus. Er hat schändlich versagt. Ich darf nicht vergessen, ihn auspeitschen zu lassen. Verliert dieser Narr doch tatsächlich den einzigen Schlüssel für den Frachtcontainer 5. Er behauptet, er hätte ihn
Zenwith im Unterwasservorposten 1 gegeben, aber der Schlüssel ist und bleibt verschwunden. Ich fürchte, er ist diesem Stümper heruntergefallen und liegt nun irgendwo im Schlagwasser. Solange wir den Schlüssel nicht finden, können wir den verdammten Frachtcontainer 5 nicht öffnen. Eintrag 30. Schon wieder Fisch. Was gäbe ich für eine saftige Hammelkeule? Eintrag 31. Wir nehmen heute Kurs auf KD und bringen Cavador zu seinen Ausgrabungen zurück. Er würde ja niemals Einzelheiten verraten, aber offensichtlich hat der gute Cavador irgendein neues Artefakt ausgebuddelt, das Karras sichtlich erregt. Das ist möglicherweise für längere Zeit unsere letzte Reise, da Cavador den Befehl erhalten hat, für unbestimmte Zeit am Ausgrabungsort zu bleiben. Eintrag 39. Die Mannschaft freut sich schon auf die Reise, auf die neue Reise nach KD. Diesmal, um eine besondere Fracht für Cavador abzuliefern. Er bereitet eine neue Ausgrabungszone vor und muss den Bereich zunächst mit Rotgas säubern, um jeglichen Pflanzenwuchs zu unterbinden. Das ist Vorschrift bei den Mechanisten. Ich muss zugeben, dass mir diese ewige Hin- und Herschipperei langsam auf die Nerven geht. Meiner Meinung nach ist es an der Zeit, den Cetus Amicus zu einem Kriegsschiff aufzurüsten und den Handelsrouten einen kleinen Besuch abzustatten. Ich werde meinen Vorgesetzten diesen Vorschlag sofort nach meiner Rückkehr unterbreiten. So, nehmen wir erstmal die Wildkeule, das Brot und den Käse. Und ein paar goldene Fläschchen und Gläser. Und ein paar Äpfel. Also alles, was hier nicht Fisch ist. Weg mit dem Tablett, ich will den Apfel haben. Na, du hässlicher Vogel. Aha. Das wäre also die Frontluke gewesen, über die wir hätten reinkommen können. Ihr seid neu in unserem Orden. Das ist toll. Einst war ich ein Hammer. Mein Herz erträgt es nicht mehr, mit ansehen zu müssen, wie die Zeit an meinen ehemaligen Brüdern nagt und wie wenig Hoffnung es noch gibt. Und außerdem erkennt selbst ein Blinder, dass es dieser Tage nicht lohnt, ein Hammerich zu sein. Verstehe. Viele unserer Brüder sind zu dieser wahrhaft weisen Erkenntnis gelangt. In die Zukunft gehört den Mechanisten. Und ihr? Wart ihr niemals ein Hammerich? Nein. Diese Brüder waren mir stets zu stark und ignorant. Sie wandten sich von Karras, unserem Herrn, ab, als er von Fortschritt sprach. Mal schon sagen. Ich habe den Schlüssel 3 und die Tür geht nicht auf. Frachtliste für den Cetus Amicus. Hauptfrachtraum, Werkzeuge für Stützpunkt in KD, Frachtcontainer 1, Waffen, Frachtcontainer 2, Tränke, Frachtcontainer 3, Rostgas, Frachtcontainer 4, Kameras und Frachtcontainer 5, diverse Ausrüstungsgegenstände. So. Oh, den Schlüssel für die 5 müssen wir erstmal noch finden. Der ist ja, wie wir bereits gehört haben, verschollen. Lauter lustige Knöpfe und Hebel. Dann springen wir mal ins Wasser. Ich sollte mal Lufttränke bereithalten. Könnte nicht schaden, so auf der Suche nach dem Schlüssel. Ich weiß nämlich selbst nicht genau, wo der hier rumliegt. Oder ob der hier rumliegt.
Wenn jemand einen Schlüssel sieht, möge er bitte laut schreien. Kann natürlich sein, dass der Schlüssel hier überhaupt ja nicht ist. Sehen. Ich gehe mal eben noch mal zu dem Außenposten Nummer Uno. Body, kann ich mal irgendwie Dingenskirchen so an dir vorbei und so? Danke. Hatte denn irgendeiner von euch Pleppos hier einen Schlüssel? Und wenn ja, wo hat er ihn versteckt? War hier nicht irgendwo? Da. Oh, guck mal, hier bin ich noch gar nicht lang. Werter Walrick, in der Tat erwies sich der Plan unseres Vaters Karras als noch brillanter, als ich dachte. Der Vater nennt ihn das Cetus-Projekt, nach dem Schiff Cetus Amicus. Das Projekt selbst setzt sich aus verschiedenen Operationen zusammen, die wie Zahnräder ineinander greifen. Cavador hat in KD eine uralte Macht entdeckt, die unser Orden zum Wohle der Menschen einsetzt. Unser Schiff muss diese Entdeckung umgehend zu Markhams Insel bringen. Selbst die Instandsetzung des Leuchtturms hat Karras persönlich überwacht. Sobald der Cetus Amicus die Insel anläuft, geben wir Karras in Angel Watch mit dem Leuchtturm ein Zeichen. Alles läuft wie geschmiert, so perfekt wie eine Maschine. Bruder Lorus. Ihr habt echt ein Ding an der Waffel, alle miteinander. Aha, da ist er. Ziemlich eng. Ich hoffe, das wird eine kurze Reise.